Angst vor Verdrängung in Neukölln ist allgegenwärtig. Vielen droht der Verlust der eigenen vier Wände. Neue Wohnungen in den Kiezen Nordneuköllns zu finden, ist nur wenigen Privilegierten vorbehalten. Geflüchtete werden in Turnhallen und im ehemaligen Flughafen Tempelhof eingepfercht und isoliert. Zwangsräumungen und Abschiebungen durch die deutsche Polizei gehören zum alltäglichen Wahnsinn. Es wird Zeit, dagegen auf die Straße zu gehen. Mehr als 10.000 Räumungsklagen wurden 2015 in Berlin gestellt. Sie sind der Ausdruck des kapitalistischen Interesses, durch Verdrängung höhere Mieten zu erzielen. Nicht wenige dieser Klagen münden in Zwangsräumungen. Nachbarschaftlicher Widerstand gegen Verdrängung ist leider die Ausnahme, findet aber dennoch statt. Sei es in der Rigaer Straße im vergangenen Sommer, wo NachbarInnen jeden Abend mit Topfschlägen zeigten, was sie von der Bullenpräsenz in ihrem Kiez halten, oder die Ankündigung zahlreicher NachbarInnen im Wangekiez, sich der angekündigten Zwangsräumung Hans-Georg Lindenaus und seines Ladengeschäfts M99 mit zivilen Ungehorsam entgegenzustellen. Rebellisch bezeichnet hierbei weniger die Form des Widerstandes als ein Bewusstsein dafür, dass die herrschende Stadtpolitik nicht im Interesse der BewohnerInnen handelt, sondern ganz im Gegenteil die Verdrängung durch eigentümerfreundliche Gesetze, Hartz IV, Massenunterkünfte für Geflüchtete, Abschiebungen und Zwangsräumungen aktiv vorantreibt. Rebellische Nachbarn wehren sich nach ihren individuellen Möglichkeiten gegen soziale Ausgrenzung und gegen rassistische Ausgrenzung sowie gegen die Verdrängung aus den Kiezen. Die rechtspopulistische AfD ist im September mit 14,2% erstmals ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Nicht nur in Neukölln, sondern in alle Bezirksverordnetenversammlungen ist sie eingezogen und will dort ihre rassistischen und unsozialen Forderungen einbringen. Populismus gegen Geflüchtete und sozial unverträgliche Politik gibt es aber auch in allen anderen Parteien. Aktive und unmittelbare Solidarität in den Kiezen bilden schon jetzt einen sichtbaren Gegenpol zu Asylgesetzverschärfungen, menschenunwürdige Massenunterkünfte und dem alltäglichen Terror von Jobcentern. Die Zusammenarbeit von Geflüchteten wie Corazol mit der Berliner Obdachlosenhilfe e.V. zeigt, dass sich die Marginalisierten dieser Stadt nicht gegeneinander ausspielen lassen. Gruppen wie die Erwerbsloseninitiative BASTA, die vergangenes Jahr im Wedding eine Ferienwohnung besetzte, um dort kostenlose Sozialberatungen für Benachteiligte anzubieten, zeigen auf, dass unmittelbare Solidarität möglich ist. Solidarität in den Kiezen ist also vorhanden, muss aber weiter ausgebaut werden, um sich gegenseitig Mut zu machen und den Kampf langfristig erfolgreich zu führen. Jedes Solizimmer für Geflüchtete, jeder unkommerzielle Raum und jede Aktion gegen Nazis und Rechtspopulistinnen steht für einen Schritt in die richtige Richtung. Denn nur gemeinsam können wir diesem gefährlichen Trend zu mehr Herrschaft und Ausbeutung ein solidarisches Miteinander entgegensetzen. Nicht nur in Neukölln wird einem die Bedrohung, verdrängt zu werden, durch die vielen Baustellen vor Augen geführt. Energetische Sanierungen sind eines der populärsten Mittel, MieterInnen durch Mieterhöhungen zu verdrängen. Nicht nur in der Friedelstraße 54. Die letzten unbebauten Flächen sind schon lange an große InvestorInnen verscherbelt und auf ihnen Luxusbauten wie das Carré Samariga in Friedrichshain geplant. Der Ausverkauf der Stadt hat nicht begonnen, er ist schon fast abgeschlossen. Sanierung und Neubau sind eigentlich begrüßenswert, doch die Gesetzeslage und ein autoritäres System verwandeln sie in die größten Bedrohungsszenarien für Be- und AnwohnerInnen. Das langfristige Ziel muss die Selbstverwaltung der Häuser durch ihre BewohnerInnen und NutzerInnen sein. Doch auch mittelfristige Forderungen in Form von kommunalem Wohnungsbau, wie ihn die Berliner Mietergemeinschaft fordert, sind Alternativen zur Wohnraumverwertung durch private Unternehmen. Hausgemeinschaften und MieterInneninitiativen sowie Kiezversammlungen bieten schon jetzt die Möglichkeit demokratischer Entscheidungsfindung und versuchen, außerparlamentarischen Druck aufzubauen. Doch wir wollen mehr, eine Stadt, in der wir selbst entscheiden, wie wir leben, und zwar unabhängig von Rechtsstatus und Kontostand.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Solidarität, die nicht.